Die Minister sind nicht amused, denn Hintergrund ist, ja, es muss gespart werden. Und das Sparen ist ja für Politiker immer schwierig, vor allem dann, wenn sie ihre Reden schwingen und sagen, was sie alles erreichen wollen. Aktuell sind auch an der Stelle Annalena Baerbock und vor allem auch Lisa Paus hier nicht ganz so zufrieden. Denn an der Stelle ist es so, dass Annalena Baerbock auf 1,6 Milliarden Euro im Außenministerium verzichten muss. Zudem auch Lisa Paus. Da muss man aber sagen, auch wirklich zum Glück an der Stelle, für den Steuerzahler und vor allem auch für alle Demokraten, denn laut aktuellen Medienberichten werden hier 900 Millionen im Familienministerium weniger, was aber dazu führt, dass laut diesen Medienberichten hauptsächlich hier Demokratieleben reduziert wird. Also sprich, das, was mit dem Demokratiefördergesetz aktuell schon unsere Demokratie aushebeln will.